Aber es geht weiter um die Frage Raum und Sprache. Jetzt geht es nämlich um den Aspekt, wie viel Raum steckt eigentlich in unserer Sprache und warum ist das so? Diese Frage erforscht unser nächster Gast hier auf der Bühne. Es geht um Irrwege, Sackgassen und Berge von Problemen. Trotzdem ist er heute da und stellt sich diesen Bergen. Professor Dr. Dagmar Schmauks von der Arbeitsstelle für Semiotik der Technischen Universität. Herzlich willkommen, Frau Schmauks. Frau Professor Schmauks, schön, dass Sie da sind. Klatschen die Bühne Sie gehört ruhig. Ganz Ihnen, meine Damen und Herren. Wir wissen ja, Lebewesen haben eigentlich nur drei große Aufgaben. Wir müssen was zu essen finden, wir müssen schauen, dass wir nicht selber Futter werden. Und die höheren Lebewesen, die müssen auch einen Partner finden, damit die nächste Generation sichergestellt ist. Die Evolution hat sich jetzt hierzu einiges einfallen lassen, dass das etwas leichter wird. Das Wichtigste ist natürlich die geordnete Fortbewegung, Scheinfüßchen, Flossen, Beine, immer wieder Flügel. Und spätestens jetzt werden Sie sich natürlich fragen, was das eigentlich mit Sprachwissenschaft zu tun hat. Nun, es gibt da eine ganz einfache Regel. Alle Sachbereiche, die ganz elementar sind, von denen wir überhaupt nicht absehen können, die unser ganzes Leben prägen, die gehen natürlich auch in Redewendungen ein. Und da werde ich heute mit Ihnen einen ganz kleinen Rundgang durch Redewendungen machen, die etwas mit Fortbewegung zu tun haben und den Schwierigkeiten dabei. In der Sprachwissenschaft spricht man ja hier von Metaphern. Das heißt einfach nur Übertragung. Wir übertragen alles das, was wir über einen einfachen Sachbereich wissen, auf einen schwierigen oder abstrakten, den wir nicht so gründlich verstehen. Denken Sie zum Beispiel dran, dass Sie von Ihrem Computer behaupten, der würde Daten hin und her schaufeln. Nicht wahr? Also da sind keine kleinen Bits mit orangefarbenen Jäckchen und Schäufelchen unterwegs. Aber das ist so ein Bild, was wir geprägt haben, um das zu verstehen. Ich mache nun jetzt Semiotik, Zeichentheorie. Und ich denke immer mit großer Verehrung an die frühesten Semiotiker. Das waren natürlich die prähistorischen Jäger, die also, wenn sie Spuren gesehen haben, rauskriegen mussten, ist das Beute, sind das feindliche Tiere, ist das dieser unsympathische Typ aus der Nachbarhöhle, der bei uns irgendwas wegnehmen will oder so. Spuren finden wir natürlich in allen Sachbereichen. Denken Sie dran, dass sehr, sehr alte Spuren zum Teil erhalten geblieben sind von Dinosauriern, von den ersten Menschen, die aufrecht gehen konnten. Und wir haben ja auch auf dem Mond Fußspuren hinterlassen. Die werden sich da sehr lange halten, denn wo keine Erosion ist, da vergehen die einfach nicht so schnell wie Spuren am Sand. Spuren sind natürlich auch in anderen Sachbereichen sehr produktiv. Wir reden von heißen und kalten Spuren. Und ein ganz wichtiger Begriff aus den letzten Jahren ist natürlich der ökologische Fußabdruck. Da gibt es jede Menge Seiten im Internet. Da können Sie sich ausrechnen lassen, wie viele Planeten man brauchen würde, wenn alle Leute ihren Lebensstil haben. Und in der Metaphorik zum Beispiel Einprägungen, Gedächtnisspuren. Andererseits kann natürlich Gras über eine Sache wachsen, wenn sie lange genug vergangen ist. Wenn jetzt viele Menschen immer die gleiche Strecke gehen, dann gibt es zuerst einen schönen Trampelpfad und später entstehen dann geordnete Wege, die ja kulturelle Objekte sind. Die werden dann ausgebaut und beschildert und dann entstehen Straßen und dann wird er asphaltiert und so weiter und so weiter. Und diese Wege, die tauchen natürlich auch in allen möglichen Fachbereichen auf. In der Mathematik haben wir Lösungswege. In der Bürokratie müssen wir dauernd Dienstwege einhalten. Es gibt Argumentationsschienen und man kann aus der Spur fallen oder so etwas Ähnliches. Und dann ein richtig wichtiger Bereich sind natürlich die vielen Hindernisse der Fortbewegung. Die kennen wir ja alle. Manchmal sind wir selber schuld. Wir stolpern über unsere eigenen Füße oder wir fallen in die Grube, die wir eigentlich für andere Leute gegraben haben.
dann können natürlich andere Leute außerordentlich hinderlich sein. Die schmeißen uns vielleicht Knüppel zwischen die Füße, lassen uns an die Wand laufen, errichten irgendwelche Barrieren oder verbrennen Brücken, sodass wir da nicht mehr rüber können. Förderliche Verhaltensweisen wären zum Beispiel jemandem eine goldene Brücke bauen, damit er da leichter hinüberkommt. Dann gibt es natürlich jede Menge Zeichen, die diese Fortbewegung erleichtern. Es gibt dann natürlich Leute, sie sind ohne Karte und Kompass unterwegs, verlaufen sich eben manchmal, ist in Mitteleuropa sehr schwierig. Also hier so in unserer Gegend sich ernsthaft verlaufen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Vor allem, wenn die Sonne scheint, die macht nämlich jeden Tag so dasselbe und dann könnte man die Himmelsrichtungen rauskriegen. Dann natürlich, was immer wieder wichtig ist, ist die Rolle des Bodens. Wir brauchen ja einen festen Standpunkt, zum einen natürlich physisch, zum anderen aber auch in geistigen Bereichen. Ein sehr schönes Gegenbeispiel ist der sehr plastische Ausdruck auf der Seife stehen. Das kennen Sie ja alle aus der Duschkabine. Was dann so passiert, wenn man auf der Seife steht, dann brauchen wir einen Standpunkt, wir brauchen eine Grundlage, eine solide Untermauerung von Argumentationen und so weiter. Und dann kommen wir auch schon zum Thema Landschaften. Wir stammen ja alle aus der Savanne. Das heißt, wir finden auch solche Landschaften heute noch schön, also zwar Vegetation, aber nicht zu dicht, Übersicht, aber auch Möglichkeiten, dass man sich verstecken kann und natürlich alles, was man so zum Leben braucht, Wasser, Nahrung. Es gibt dann drei ganz wichtige Gegenbeispiele. Das eine ist natürlich der Dschungel. Dschungel ist natürlich für einen Abenteuerurlaub ganz prima, aber so richtig im Dschungel wohnen möchten eigentlich wohl die wenigsten von uns. Im Dschungel kann man sich verirren. Man kann natürlich auch moralisch versumpfen. Da ist dann so die Vorstellung, dass man da in irgend so einem moralischen Modder irgendwie langsam versinkt. Drittes Gegenbeispiel, die Wüste. Wüste ist so für Lebewesen unserer Art auch ganz schlecht. Man kann zwar schön weit sehen, aber es ist sehr trocken, es gibt kein Wasser, die Feinde sehen einen auch. Deshalb sprechen wir ja von, dass es Kulturwüsten gibt oder dass man jemanden in die Wüste schickt, wo er dann gar keine Unterstützung mehr hat. Es gibt aber natürlich auch erfreuliche Oasen in der Kulturwüste, die einem dann wieder Unterstützung bieten. Und jetzt komme ich zu einem Bereich, der mit dem Thema, was wir vorhin gehört haben, schon zu tun haben, diese Metaphorik von oben und unten. Da gibt es natürlich eine ganz wichtige metaphysische Lesart, nicht wahr? Der Himmel ist immer oben, die Hölle ist immer unten. Das ist natürlich nicht beliebig, sondern gut motiviert. Wir stellen uns ja vor, das allmächtige Wesen alles sehen müssen, alles erkennen müssen. Und das kann man einfach besser, wenn man oben ist. Deshalb haben ja die Leute früher exponierte Berggipfel als Standort für ihre Burgen genommen. Sie haben ihre Kundschafter da oben raufgesetzt, damit die die Feinde von Weitem erkennen konnten. Und wir finden natürlich so edle Greifvögel wie Adler für die Heraldik attraktiver als Maulwürfe und Nacktschnecken und solche Sachen. Ich meine, ich kenne einfach kein Land, was Nacktschnecken auf seinen Flaggen drauf hat. Das hat natürlich auch sehr rationale Gründe. Jetzt gibt es natürlich Übertragungen in alle möglichen Gebiete. Zum einen natürlich Körperhaltung. Ganz realistisch, ich kann den Kopf oben behalten, ich kann gramgebeugt oder am Boden zerstört herumwuseln, man kann vor jemandem Katz buckeln, die einen schauen einen von oben herab an, die anderen schauen von unten herauf,
Das sind natürlich soziale Korrelationen schon. Das nächste wäre natürlich moralische Wertungen, wobei es natürlich auch den Gipfel der Frechheit gibt, nicht nur die Niederungen des Lasters. Hier kommt eine zweite Metapher rein, dass nämlich der Gipfel immer der Höhepunkt einer Eigenschaft ist. Das nächste wären kognitive Übertragungen. Es gibt ja Geistesriesen und eher so Geisteszwerge. Dann gibt es natürlich die Höhen der Wissenschaft und platte Witze, die sind so fast auf dem Fußboden. Dann haben wir natürlich Übertragungen in so Bereiche, dass zum Beispiel vorne und hinten ganz wichtig ist. Das haben wir auch bei meinen Vorrednern schon gehört. Wenn neue Entwicklungen entstehen, dann gibt es ja die Vorreiter, wobei das ja sehr typisch ist, dass hier das Reiten schon eine relativ hohe Geschwindigkeit mit sich bringt. Und es gibt die, die hinterher trödeln, auf wissenschaftlich sagt man da nicht Trödler, sondern Epigonen, ist aber ziemlich dasselbe. Das sind die, die anderen hinterher gehen. Damit sind wir auch schon bei einer weiteren Übertragung, dass wir uns natürlich die abstrakte Zeit als Bewegung vorstellen. Wir können ja die Zeit nicht sehen, nicht? Wir können die Uhr anstarren, so wie ich jetzt. Das hat aber natürlich nichts mit der Zeit als abstrakte Grundlage zu tun. Aber wir stellen uns natürlich vor, dass sich da irgendetwas bewegt. Die Zeit kann dahin schleichen, wenn es langweilig ist. Sie kann eilen, wenn wir einen Termin nicht schaffen. Und manchmal scheint sie sogar stillzustehen. Damit zusammenhängt natürlich, dass wir uns das Anpeilen und Erreichen von Zielen als Weg irgendwohin vorstellen, wo wir also ein Ziel ins Auge fassen. Oder denken Sie an heutige Projektarbeiten, da werden ja dauernd Roadmaps definiert, nicht wahr? Und es werden Meilensteine errichtet und erreicht oder eben nicht erreicht. Wobei ich jetzt bei den Meilen gleich noch etwas anmerken muss. Also wenn wir zum Beispiel die 7-Meilen-Stiefel ins Auge fassen, das sind ja keine amerikanischen Meilen. Das war ein deutsches Märchen und wahrscheinlich waren es preußische Meilen, 7,5 Kilometer. Und wenn Sie jetzt sich vorstellen, dass Sie einen Schritt pro Sekunde schaffen, dann haben Sie schon 50 Kilometer pro Sekunde bei den 7-Meilen-Stiefeln. Also bitte, das ist schnell, nicht wahr? Damit können Sie schon das schwere Feld der Erde verlassen. Und jetzt das Letzte noch kurz, Berge. Berge als besondere Art von Dingen, die einer Fortbewegung im Weg stehen. Was sind Berge sachlich gesehen? Naja, ganz verschiedene Sachen. Sie können Wohnsitze der Götter sein, sie sind Rückzugsorte für asoziale Menschen, nicht? Also Partisanen und Räuber und so weiter haben sich immer im Gebirge versteckt. Der Wildschütz treibt da sein Unwesen. Berge sind natürlich wichtige Orte, wo Rohstoffe zu finden sind, zum Beispiel Edelmetalle. Und sie bieten natürlich sehr guten Überblick. Bitte denken Sie immer dran, es gab eine Zeit, da hatten die Leute Google Maps noch nicht. Da mussten sie einfach auf irgendeinen Seitengipfel klettern und sich von da aus die Landschaft so schräg runter anschauen. Und was wir heute so in Google Maps haben, das ist natürlich eigentlich so der göttliche Blick. Sie können ja heute Leuten, die in Südamerika wohnen, in den Hinterhof schauen und schauen, ob die ihre Mülltonnen ordentlich aufgestellt haben. Das heißt, dieser Blick, der uns heute technisch möglich ist, der war ja für frühere Leute einfach eine märchenhafte Vorstellung, so etwas wie der Knüppel aus dem Sack oder das Tischlein deck dich. Ja, und die Berge tauchen natürlich in der Metaphorik ganz vielfältig auf. Wir können vor einem Berg von Problemen stehen, also einem Riesenhaufen. Wir können schon über den Berg sein. Da haben wir zwar ein Hindernis überwunden, aber jetzt geht's natürlich bergab.
dann können wir Berge versetzen. Das heißt, wir haben so viel Macht, dass wir auch sehr große Massen irgendwie verschieben können. Und das ist natürlich etwas, was die Fortbewegung sehr behindern kann. Also Berge sind zum einen Hindernisse, aber natürlich auch ganz wichtige Punkte der Übersicht. Und abschließend möchte ich Ihnen ein mongolisches Sprichwort mit nach Hause nehmen, geben. Das heißt, ein dummer Wanderer ist klüger als ein Weiser, der zu Hause bleibt. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank, Frau Professor Schmauchs. Wenn Sie das Thema interessiert, meine Damen und Herren, dann sollten Sie sich das Buch Orientierung im Raum von Frau Schmauchs zulegen. Danke. Vielen, vielen Dank für Ihren Vortrag, meine Damen und Herren. Guck mal, perfekte Orientierung im Raum. Sie weiß nicht, wo es von der Bühne runtergeht. Und jetzt mache ich das, was ich so angekündigt habe, nicht? Ich stolper Ihnen hier so runter. Das macht der Herr Finger immer, der ist ein bisschen tollpatschig.